Ich und ich. Wenn es mich ein zweites Mal gäbe, wäre ich sehr lieb zu mir. Ich gebe mir viele Busses und würde mich den ganzen Tag umarmen. Ich hörte mir ganz genau zu und frug so lange nach, bis ich mich wirklich verstünde. Ich sorgte für den liebsten und hübschesten Mann an meiner Seite und ließe kein bisschen kaputt sein zu. Ich hüllte mich in weiche, edle Gewänder. Ich cremte mich voll Zärtlichkeit ein. Morgens stub ich mich früh aus den Federn und sorgte dafür, dass ich genau das erreichte, was meine Seele mir sagt. Ich legte mir die Haare immer hübsch. Ich sagte mir sehr oft, wie schön und wertvoll ich wäre, so oft infekt, bis ich es glaube, wenn es sein muss, jeden Tag. Ich würde keine Idioten in meiner Nähe dulden und keine Idiotien um mich herum. Ich würde es nie erlauben, dass ich mich schäme, mich blöd anstelle, mich nicht aufs Wesentliche konzentrierte, kleiner machte, als ich bin und das Leben anderer Leute lebe. Ich würde mich treten, wenn es sein muss, und schreien, bis ich mein wahres Potenzial erkenne und danach lebe. Ich würde mir täglich, morgens und abends lange in die Augen schauen und mir sagen, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich würde immer an das Gute in mir glauben. Ich würde nie vergessen, mich zu loben, und ich würde immer das Beste für mich fordern. Habe ich schon erwähnt, dass ich herrlich für mich kochen würde? Mein Job wäre extraordinär. Ich wäre immer entspannt und immer erfolgreich, einfach weil ich nie alleine wäre und ich immer mit glänzenden Augen an meiner Seite. Und wenn das Leben trotzdem mal doof wäre, würde ich mich streicheln, trösten, massieren. So lange, bis ich so weich wie eine Wolke bin und nur mehr Federn wiege. Und ich täte dasselbe für mich. Wieso eigentlich nicht auch einfach einfach? Eigentlich müsste es mich dazu ja gar nicht zweimal geben, oder? Einmal ich reicht doch vollkommen aus, so lieb zu mir zu sein, wie es nur irgendwie geht.